Ich weigerte mich, im Auto zu sitzen, wo die Polster mit meinem Blut verschmiert waren und eine Leiche im Kofferraum lag. Stattdessen hielt ich mich so weit abseits von Bones, wie es die Enge im Anhänger zuließ. Vorne gab es ein paar Kisten und ich kauerte mich auf einer zusammen. Bones thronte auf einer anderen und wirkte völlig zufrieden und sorglos. Ich weiß, dass dich das nicht zu kümmern braucht, aber ist hier drin genug Sauerstoff? Die Luft reicht, Dicke, wenn man nicht übermäßig stark atmet. Bei diesen Worten zog er eine Augenbraune hoch, und sein Blick gab mir unmissverständlich zu verstehen, dass ihm während unserer Intimbegegnung nicht das Geringste entgangen war. Na, dann kann mir ja nichts passieren. Überhaupt nichts. Verdammt sollte er dafür sein, wie er auf diesen Kommentar hin wissend die Mundwinkel verzog. Was hätte ich getan, wenn er mir vorher noch näher gekommen wäre? Die letzten Zentimeter zwischen unseren Lippen auch noch überwunden hätte, hätte ich ihn geohrfeigt oder. Scheiße! Ups, das hatte ich laut gesagt. Alles in Ordnung? Noch immer lag dieses angedeutete Lächeln auf seinen Lippen, doch sein Gesicht war ernst. Mein Herz begann wieder schneller zu schlagen, die Luft um uns herum kam mir so plötzlich so stickig vor, und ich zermarterte mir das Hirn nach einem Gesprächsthema, um die Spannung zu durchbrechen. Also, wer ist dieser Hennessy, nach dem du vorhin gefragt hast? Sein Gesicht nahm einen reservierten Ausdruck an. Jemand Gefährliches. Ja, das dachte ich mir. Sergio schien ziemlich Angst vor ihm zu haben. Also ist er wohl kaum ein Pfadfinder. Ich nehme an, er ist unser nächstes Opfer. Bon schwieg kurz, bevor er antwortete. Es schien, als suche er die richtigen Worte. Ich bin hinter ihm her. Ja, aber ich werde es allein mit ihm aufnehmen. Ich ging sofort an die Decke. Warum? Glaubst du, ich werde nicht mit ihm fertig, oder denkst du immer noch, ich könnte was ausplaudern? Ich dachte, das hätten wir geklärt. Ich glaube, du würdest gut daran tun, dich aus einigen Dingen herauszuhalten, antwortete er ausweichend. Ich änderte die Taktik. Wenigstens war jetzt die sonderbare Stimmung von vorhin verschwunden. Du hast gesagt, Sergio sei Hennessys bester Kunde. Was hast du damit gemeint? Was hat Sergio, dein Auftraggeber, getan? Weißt du es, oder hast du den Auftrag einfach angenommen, ohne Fragen zu stellen? Bone stieß einen leisen Laut aus. Genau an solchen Fragen liegt es, dass ich dir nicht mehr darüber sage. Nur so viel. Ohio ist in letzter Zeit nicht ohne Grund so ein gefährlicher Ort für junge Mädchen. Deshalb will ich auch gar nicht, dass du ohne mich auf Vampirjagd gehst. Hennessy ist mehr als nur ein Dreckskerl, der auch mal jemanden aussucht, wenn er damit durchkommt. Stell jetzt keine Fragen mehr. Kannst du mir wenigstens verraten, wie lange du schon hinter ihm her bist? Das kann doch nicht so streng geheim sein. Mein verächtlicher Tonfall war ihm nicht entgangen, und er runzelte die Stirn. Mir war es egal, besser mit ihm streiten als, naja, alles andere. Ungefähr 11 Jahre. Fast hätte es mich von meiner Kiste gehauen. Grundgütiger! Auf dem muss ja wirklich ein schöner Batzen ausgesetzt sein. Komm schon, was hat er gemacht? Hat sich's wohl mit irgendeinem Geldsack verscherzt? Bones warf mir einen undeutbaren Blick zu. Nicht alles dreht sich um Geld. Sein Tonfall gab zu verstehen, dass ich nichts mehr aus ihm herausholen würde. Na schön, wenn er mir auf die Tour kommen wollte, okay. Ich würde es später noch einmal versuchen. Wie bist du zum Vampir geworden? Wollte ich als nächstes wissen und war sogar selbst erstaunt über meine Frage. Er zog die Brauen hoch, aber ich durchbohrte ihn so lange mit Blicken, bis er sich mit einem ergebenen Seufzen geschlagen gab. Also gut, ich verrate es dir, aber dann musst du mir eine Frage beantworten. Wir müssen ohnehin eine Stunde totschlagen. Quid pro quo, Dr. Lecter, spottete ich. In Ordnung, aber ich weiß eigentlich nicht, was dir das bringen soll. Du weißt schon alles über mich. Er warf mir einen Blick zu, und seine Stimme senkte sich zu einem Flüstern. Nicht alles. Mit einem Schlag war die unbehagliche Stimmung wieder da. Ich räusperte mich, weil mein Mund plötzlich ganz trocken war, und rutschte hin und her, bis ich mich noch kleiner gemacht hatte. Wann ist es passiert? Wann wurdest du verwandelt? Bitte sag einfach was. Bitte hör auf, mich so anzusehen. Mal überlegen. Das war 1790 in Australien. Ich habe diesen Typen einen Gefallen getan, und er hat gedacht, sich revanchieren zu müssen, indem er mich zum Vampir gemacht hat.
Was? Ich war ganz entgeistert. Du bist Australier. Ich dachte, du wärst Brite. Er verzog den Mund zu einem Lächeln, aber es lag kaum Fröhlichkeit darin. Ich bin sozusagen beides ein bisschen. Ich bin in England geboren. Dort habe ich meine Jugend verbracht, aber in Australien bin ich zum Vampir geworden. Also stamme ich auch von dort. Nun war aber meine Neugier geweckt, meine Bestürzung von vorhin wie weggeblasen. Du musst schon ein bisschen genauer werden. Er lehnte sich mit dem Rücken gegen die Anhängerwand, die Beine lässig ausgestreckt. Ich war 24. Es geschah einen Monat nach meinem Geburtstag. Mein Gott, wir sind fast gleich alt. Kaum waren die Worte ausgesprochen, fiel mir auf, wie absurd sie waren. Er schnaubte. Ja klar, plus minus 217 Jahre. Du weißt, was ich meine. Du siehst älter aus als 24. Vielen Dank auch. Er lachte über meinen beschämten Gesichtsausdruck, spannte mich aber nicht länger auf die Folter. Das waren andere Zeiten. Die Leute sind viel schneller gealtert. Ihr habt einfach keine Ahnung, wie gut ihr es heutzutage habt. Erzähl weiter. Er zögerte und mir entfuhr ein Bitte. Bones beugte sich vor. Er war ganz ernst geworden. Es ist keine schöne Geschichte, Kätzchen. Nicht so romantisch wie in den Filmen oder Büchern. Du hast mir doch erzählt, wie du die Jungs fertig gemacht hast, weil sie deine Mutter als Hure bezeichnet hatten. Na ja, meine Mutter war eine Hure. Sie hieß Penelope und hat mich mit 15 zur Welt gebracht. Zum Glück hatte sie ein gutes Verhältnis zu Bordellwirtin, sonst hätte sie mich niemals bei sich behalten können. Nur die Mädchen dürften üblicherweise im Hurenhaus bleiben. Man kann sich ja denken, warum. Als ich klein war, hatte ich keine Ahnung, dass meine Lebensumstände ungewöhnlich waren. Die Frauen waren ganz fanat in mich und ich half bei den Hausarbeiten und allem Möglichen, bis ich älter wurde. Die Madame, sie hieß Lucille, wollte später von mir wissen, ob ich ins Familiengeschäft einsteigen wolle. Einige Freier hatten eine Vorliebe für Jungs und ich war ihnen aufgefallen, weil ich hübsch war. Doch als die Bordellwirtin mir das Angebot machte, hatte ich schon genug Erfahrung, um zu wissen, dass ich das nicht wollte. Damals gingen in London viele Kinder betteln, auch Taschendiebstahl war üblich, also begann ich zu stehlen, um mir meinen Unterhalt zu verdienen. Als ich dann 17 war, starb meine Mutter an Syphilis. Sie war 33. Ich war während seiner Erzählung ganz blass geworden, aber ich wollte den Rest auch noch hören. Erzähl weiter. 2 Wochen später sagte mir Lucille, dass ich gehen müsse. Ich nahm nur Platz weg und brachte nicht genügend ein. Sie war nicht grausam, sondern einfach nur praktisch veranlagt. Ein neues Mädchen konnte mein Zimmer haben und dreimal so viel einbringen. Wieder stellte sie mich vor die Wahl, auf der Straße alleine zurechtzukommen oder bleiben und selbst anzuschaffen. Aber sie machte mir ein zuvorkommendes Angebot. Sie hatte einigen Damen aus guter Gesellschaft von mir erzählt, mit denen sie Umgang pflegte. Ich konnte mir aussuchen, ob ich mich lieber an Frauen oder an Männern verkaufen wollte, und so nahm ich ihr Angebot an. Natürlich wurde ich zuerst von anderen Mädchen im Etablissement angelernt und ich erwies mich als Naturtalent. Lucille machte Werbung für mich und schon bald hatte ich einige blaublütige Stammkundinnen. Eine hat mir am Ende das Leben gerettet. Ich war immer noch Taschendieb, musst du wissen. Eines unseligen Tages habe ich so einen feinen Pinkel die Geldbörse direkt vor den Augen eines Bobbys abgeknüpft. Und schon hatte man mich in Ketten gelegt und vor einen Richter geschleift, der zu den strengsten in London gehörte und mit der Todesstrafe schnell bei der Hand war. Einer meiner Kundinnen erfuhr von dieser schrecklichen Lage und hatte Mitleid. Sie überzeugte den Richter unter vollem Körpereinsatz davon, dass es das Beste für mich sei, in die neuen Strafkolonien geschickt zu werden. 3 Wochen später wurde ich zusammen mit 62 anderen Unglücklichen nach Neu-Südwalls verschifft. Sein Blick verdüsterte sich und er fuhr sich nachdenklich mit der Hand durchs Haar. Zur Reise möchte ich nur so viel sagen, dass wir mehr Elend ertragen mussten, als ein Mensch je erleben sollte. In den Kolonien angekommen, ließ man uns buchstäblich schuften bis zum Umfallen. Ich freundete mich mit 3 Männern an, Timothy, Charles und Ian. Nach einigen Monaten glückte Ian die Flucht. Dann, fast ein Jahr später, kam er zurück. »Warum denn?« wollte ich wissen. »Entflohene Straflinge sind doch bestimmt bestraft worden, oder?« Bones stöhnte. »Natürlich, aber davor hatte Ian keine Angst mehr. Wir waren draußen und schlachteten Rinder, um Trockenfleisch und Felle zu gewinnen, als wir von Ureinwohnern überfallen wurden.«
Sie brachten die Aufseher und alle Gefangenen um, nur Timothy Schulz und mich nicht. Da tauchte Ian unter ihnen auf, doch hatte er sich verändert. Auf welche Weise kannst du dir denken? Er war ein Vampir geworden, und in dieser Nacht machte er mich auch zu einem. Zwei weitere Vampire verwandelten auch Schulz und Timothy. Wir wurden zwar alle zu Vampiren, aber nur einer hatte darum gebeten. Timothy wollte Ians Angebot annehmen, Schulz und ich nicht. Ian machte uns trotzdem zu Vampiren, weil er glaubte, wir würden ihnen später noch dankbar dafür sein. Ein paar Jahre lang lebten wir bei den Ureinwohnern und schworen uns, nach England zurückzukehren. Es dauerte fast 20 Jahre, bis wir es endlich schafften. Er verstummte und schloss die Augen. Während seiner Erzählung hatte ich irgendwann aufgehört, mich zusammenzukauern und starrte ihn nur noch mit großen Augen an. Er hatte vollkommen recht. Es war keine schöne Geschichte, und ich hatte keine Ahnung gehabt, was er durchgemacht hatte. Du bist dran. Er öffnete die Augen und sah mich direkt an. Sag mir, was aus dem Miskerl geworden ist, der dir wehgetan hat.